lernen Sie über Geschichte, dann werden Sie sehen, dann werden Sie sehen, dann werden Sie sehen. Hallo, herzlich willkommen bei WinTV. Ich bin die Elisabeth. Und ich bin der Daniel. Und ich beginne jetzt gleich mit den Kurznachrichten. Am Tag des europaweiten Generalstreiks waren wir beim Augustin und haben via Internet die neuesten Nachrichten aus Portugal, Spanien und Griechenland verfolgt. Robert Sommer vom Augustin möchte in Zukunft öfter solche Treffen veranstalten und außerdem werden wir ab nächster Woche vorab über die jeweils neueste Ausgabe des Augustin berichten. Letzten Freitag fand wie jeden dritten Freitag im Monat die Critical Mass statt. Circa 500 Radfahrerinnen haben sich am Schwarzenbergplatz eingefunden und radelten diesmal im Zeichen des Laternenfestes. Mit verschiedenen tollen Beleuchtungen wurden circa 15 Kilometer quer durch Wien zurückgelegt, trotz der herbstlichen Temperaturen. Die nächste CM findet übrigens am 21. Dezember statt. Treffpunkt ist wie immer ab 16.30 Uhr am Schwarzenbergplatz. Gefahren wird um 17 Uhr. In Italien streiken seit Mitte Oktober prekär Beschäftigte von IKEA. Als Reaktion wurden bisher 107 Beschäftigte entlassen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Es kam auch zu spontanen Aktionen bei IKEA, wo Kundinnen über das Verhalten von IKEA via Megafon und Flugblättern informiert wurden. Neuwahl.com berichtete vom großen Aktionsplenum gegen neue Unihürden und Studiengebühren. Mit Bildern von Daniel Weber, der Link ist eingeblendet. Hier verbrennt ihr Steuergeld. Unter diesem Motto haben die Aktivistinnen von Zukunft statt Autobahn eine Kundgebung abgehalten. Anlass war der Start der Umweltverträglichkeitsprüfung. Renate war für uns dabei und berichtet. Diese Aktion soll bewirken, dass die Autobahn nicht gebaut wird, weil es ist völlig sinnlos, eine Autobahn zu bauen in Österreich, in einem Land, wo eh schon die drittmeisten Autobahnen in Europa sind. Da ist es völlig sinnlos und es sollen außerdem 3 Milliarden Euro in diese Autobahn reingesteckt werden und das ist genau das Geld, was bei Bildung, Sozialem, Gesundheit, Umweltschutz fehlt immer. Wo uns immer gesagt wird, ja, der Staat hat kein Geld. Ab heute gibt es die öffentliche Anhörung zu UVP. Da wird die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Öffentlichkeit vorgestellt. Es gibt Einbringungen von Seiten der Bevölkerung, die Anfragen nochmal zusätzlich stellen können. Und dann wird verhandelt und irgendwann wird das, weiß ich nicht genau, wird das Ergebnis geliefert werden. Also man geht davon aus, dass in einem halben Jahr. Kann man da irgendwo beschreiben oder kann man sich da einbringen? Man kann sich da persönlich einbringen. Auf unserer Website, auf www.zukunft-stadt-autobahn.at, gibt es die Möglichkeit, eine Petition zu unterschreiben. Wir fordern für ein so großes Projekt, wie es die Lobau-Autobahn ist, eine österreichweite Befragung, eine österreichweite Bürgerinnen- und Bürgerbefragung. Ebenfalls am Tag des europaweiten Generalstreiks veranstaltete der ÖGB in Wien am Stephansplatz eine Solidaritätskundgebung. Den Bericht dazu seht ihr jetzt. Heute ist N14 Aktionstag. Es finden in ganz Europa Generalstreiks statt. In Österreich tanzen wir seit Tag hier am Stephansplatz. Es gibt unterschiedliche Gewerkschaften, unterschiedliche Zugänge. In Griechenland ist ja ein unglaubliches Sparpaket, das die Menschen dort nicht nur in den Ruin treibt. Wir haben ja die Situation, dass uns griechische Gewerkschaftler berichten, dass die Kinder in den Schulen Nahrung kriegen, weil sie nichts mehr haben. Und bei uns in Österreich ist ja eine ganz andere Situation. Wir haben zwar Budgetkonsolidierung, aber wir haben ja nicht dieses Sparprogramm wie in Griechenland und Portugal. Und das ist eine Solidaritätsaktion. Wir sagen nicht, bei uns ist besser als dort. Wir sagen, in den Griechen muss geholfen werden. Es geht nicht, dass das Volk brennt. Gerecht muss es sein und für die Zukunft unserer Kinder. Manfred Ecker, warum bist du da heute bei dieser Solidaritätskundgebung? Allgemein halt, weil diese Streikaktion, die internationale, etwas Einzigartiges ist. Ich glaube, in der Geschichte hat es nichts gegeben. Was ich weiß, hätte sich der Lenin sowas immer gewünscht. Aber nichts Ähnliches ist jemals zustande gekommen. Also einer, wo wirklich Generalstreiks in mehreren Ländern organisiert werden, das zeigt halt sehr deutlich, was die Krise noch bewirken kann, außer Elend. Also einfach so eine
Fortentwicklung von internationaler Solidarität und wie sich die Arbeiterbewegung entwickelt. Ich finde es enorm aufregend. Liebe Leute, wacht auf! Bei uns werden die Gesetze geändert, uns wird etwas vorgeschwindelt. Halb Europa liegt in den Trümmern, finanziell, solidarisch. Stellt euch einfach dazu, es geht uns alle an. Wie jedes Jahr im November organisierte der Verein gegen Tierfabriken, der VGT, eine Anti-Pelz-Demo und zog durch die Mariahilferstraße. Schaut euch hier den Bericht an. Noch immer werden in manchen Geschäften Pelze verkauft. Tierschützer und Tierschützerinnen wollen das nicht hinnehmen und gehen dagegen auf die Straße. Wir treffen uns hier, wie jedes Jahr im Herbst, und machen dort die große Weltdemo des VGT, des Verein gegen Tierfabriken. Und wir gehen wie immer die Marienhilferstraße runter, machen Zwischenstopps bei pelzverkaufenden Modehäusern, wie zum Beispiel Kleiderbauer, Hämmerle oder Jones. Dann geht es weiter über den Heldenplatz und den Graben, wo auch Pelzgeschäfte zu finden sind, wie zum Beispiel der Lischka. Und die Abschlusskundgebung findet dann am Stephansplatz statt. Und wir freuen uns, wenn besonders viele Leute kommen, weil es ein wirklich wichtiges Thema ist und es absolut sinnlos ist, Pelzapplikationen oder Pelzmäntel zu tragen. Vor der Filiale des Kleiderbauer erinnerte Felix Naht vom Verein gegen Tierfabriken an den sogenannten Tierschützerinnenprozess und durch welche Machenschaften dieser zustande kam. Die Polizei hat versucht, den Menschen, die legal und friedvoll demonstriert haben, Straftaten in die Schuhe zu schieben. Ich war einer davon. Nach insgesamt 4 Jahren wurde ich gemeinsam mit meinen 12 Mitangeklagten in allen Punkten freigesprochen. Was hat das mit Kleiderbauer zu tun? Die Firmenleitung der Firma Kleiderbauer, konkret die Gebrüder Peter Graf und sein Bruder, haben den Innenminister Platter angerufen, der seinerzeit Innenminister war, mit dem sie anscheinend bekannt oder befreundet waren, und haben sich beschwert, dass die Demonstrationen vor ihren Filialen stören und dass ein Auto beschädigt wurde. Nicht im Rahmen der Demonstrationen, aber irgendwo bei ihnen im 19. Bezirk. Wenn ich bei der Polizei anrufen würde und sagen würde, dass mein Auto beschädigt wird, dann würde die Polizei sagen, naja, wir können eine Anzeige machen, aber bringen wird es eh nichts. Bei Kleiderbauer war es anders. Sie wurden am Tag danach im Innenministerium eingeladen. Das wissen wir, weil der grüne Abgeordnete Peter Pilz diese Akten veröffentlicht hat. Und die Spitze der Wiener Polizei ist erschienen, Chef vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Bundeskriminalamt etc. Und man hat gesagt, man wird alle administrativen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Demos zu unterbinden. Und einen Tag danach, also 2 Tage nachdem Kleiderbauer beim Innenminister Platter angerufen hat, wurde eine Sonderkommission gegen den Tierschutz gegründet. Danach wurde 1 Jahr lang ermittelt, Telefone wurden abgehört, Wanzen wurden installiert, Schlafzimmer wurden observiert, geheime Undercover-Agents wurden eingeschleust und vieles mehr. Und das alles nur, weil Kleiderbauer die Polizei missbraucht hat für Zwecke, die eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sind oder der Erfinderin. Insofern ist Kleiderbauer ein höchst fragwürdiges Unternehmen. Das war aber nicht das einzige Beispiel. Kleiderbauer hat sich schon davor von den Demonstrationen belästigt gefühlt und hat dann Geld gezahlt an universitäre Institute, damit die ein Gutachten erstellen, dass diese Demonstrationen sozusagen im Rahmen der Grundfreiheiten nicht abgedeckt sein sollen. Bei diesen Gutachten, wo Geld geflossen ist, ist dann auch rausgekommen, dass diese Demonstrationen in der Form unterbunden werden könnten, und das hat die Polizei dann auch gemacht. Kleiderbauer nutzt also seine Kontakte und sein Geld hier ganz klar, um die Grundfreiheiten in der Demokratie auszuhöhlen. Und das ist eine sehr bedenkliche Sache. Und ich glaube, hier ist es auch mir hat es damals in dieser Zeit, die für mich sehr schwierig war, des Prozesses sehr geholfen zu sehen, dass es sehr viele Leute gibt, denen das nicht egal ist. Das Furchtbare ist ja, dass in letzter Zeit sehr viel Pelz aus China kommt und dort vom Tierschutz überhaupt nicht geredet wird. Den Tieren wird
unter Umständen das Fell bei lebendigem Leib heruntergerissen. Also nicht nur, das ist meistens der Fall, dass die Tiere nicht einmal ordentlich betäubt sind und gehäutet werden. Und ich meine, gegen sowas muss man sich schon wehren und auch das aufzeigen. Aber leider Gottes gibt es immer noch viel zu viele Pelzkrähen und Pelze. Ich nehme an, dass die Leute gar nicht darüber nachdenken oder auch zu wenig wissen. Das wollen wir damit irgendwie verbreiten, mit dieser Demo. Global 2000 feiert im WUK Geburtstag. Wir haben uns die Modeschau der Schülerinnen der Modeschule Herbststraße angesehen. Die Schülerinnen haben ihre eigenen Kreationen vorgeführt, die sie aus Secondhand-Stücken gefertigt und neu designt haben. Reduce ist ein EU-Projekt und dieses EU-Projekt will etwas aufzeigen, und zwar, dass alles das, was durch unsere Hände geht, extrem wertvoll ist. Alles, was wir verwenden, was wir tragen, was wir wegschmeißen, repräsentiert einen enormen Wert, und wir sollten darauf achten, denn je weniger wir das verwenden und desto besser wir es verwenden und desto intelligenter wir es verwenden, desto weniger wird Mensch und Umwelt belastet. Schon gesehen, was macht Global 2000, die Reduce-Kampagne, und was machst du privat auch in dem Thema? Also bei der Reduce-Kampagne gibt es mehrere ganz, ganz tolle Aktionen. Einerseits gab es eben, also bis vor 10 Minuten gab es das Projekt mit der Herbststraße, mit der Modeschule, die aus Secondhand-Klamotten eine meines Erachtens wirklich tolle Kollektion entworfen haben. Das heißt, gerade die Ressourcenkampagne ist auch bei Global 2000 wirklich meine Herzenskampagne. Also als Modeschülerinnen von der Herbststraße, wir haben gerade eure tolle Modenschau gesehen, würde ich gerne wissen, als angehende Designerinnen, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über das Thema Nachhaltigkeit in der Mode, oder wird das bei euch in der Schule überhaupt behandelt, das Thema? Ja, bestimmt. Also wir haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie die Zukunft ausschauen soll. Naja, also im Prinzip, wenn ich mir meine eigene Kollektion machen würde, würde ich mich vielleicht dafür einsetzen, dass, wenn ich mit Baumwollstoffen arbeite oder so, dass es jetzt nicht, also dass die Arbeit auch gerecht dafür, also bezahlt wurden, und dass es nicht, dass die Menschen nicht zu Schaden dadurch kommen, dass ich meine Arbeit nicht verrechnen kann quasi. Und ist das Thema Bio-Baumwolle, ist das irgendwie ein Thema bei euch auch im Unterricht? Ja, also wir haben ein eigenes Unterrichtsfach, das heißt Textiltechnologie, und da lernen wir auch ziemlich viel über Bioproduktionen und normale Produktionen, wie die Stoffe entstehen und wo sie produziert werden. Also ist natürlich ein Thema für uns. Und zum Thema Secondhand-Mode, also aus alten Kleidern neue Kleidung machen, was haltet ihr davon? Könntet ihr euch vorstellen, da irgendwas selber zu entwerfen? Ich könnte es mir schon vorstellen. Man hat ja heute ein paar Stücke gesehen, die Secondhand waren. Und ich denke, daraus könnte man sehr schöne Kollektionen machen. Michaela Königshofer von der Klinklos-Kampagne. Klinklos-Kampagne bei Global 2000. Was macht sie hier? Wir haben eine sehr spannende Kooperation mit Global 2000 im Sektor Baumwolle. Und zwar hat Global 2000 einen Schwerpunkt auf Baumwolle und wie diese Ressource ausgebeutet wird. Und da ergänzt sich das ganz gut mit der Klinklos-Kampagne, die sich ja mit fairen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie auseinandersetzt. Also, du bist eine von den Designerinnen von der heutigen Modeschau. Wie ist es überhaupt zu dieser Kooperation mit Global 2000 gekommen? Also, wir haben in der Schule zur Verfügung gestellt bekommen, so Arbeitskleidung von der Wiener Linie, die wir eben umarbeiten sollten. Also von der Arbeitskleidung zu einer Haute Couture-Kollektion, was dann für Global 2000 sehr gut gepasst hat. Das ist das ganze Recycling und Upcycling, der Gedanke dahinter. Sachen, die in einem neuen Kontext einfach gezeigt werden sollten. Und wir haben uns damit beschäftigt, Sachen umzuarbeiten, in eine neue, zeitgerechte Form zu bringen, weil es einfach zum Teil ein Wahnsinn ist, was weggeworfen wird. Und du als Jungdesignerin, was hast du für Tipps? Was kann man Nachhaltigkeit in der Mode, was kannst du als Jungdesignerin machen? Man kann ganz viel umarbeiten. Also man kann aus einem alten Hemd eine neue Hose machen, man kann aus einem alten Hemd einen Rock machen, man kann einfach sich ganz viel überlegen. Die Sachen bieten so viel. Sie bieten so viel an materiellem Wert, an Werten, die einfach noch nicht aufgebraucht sind. Wir haben gerade eine Petition laufen an das Österreichische Olympische Komitee.
Okay, und das kann man online alles sehen? Es gibt im Moment eine Kartenaktion, darf ich es vielleicht kurz zeigen? Und zwar, wir möchten das Österreichische Olympische Komitee anfeuern, mehr für soziale und ökologische Standards zu machen, und man kann sich diese Karten bestellen und wir freuen uns, wenn uns mehr Leute unterstützen. Am Samstag fand in Otterkring in der Grundsteingasse 68 der Feschmarkt zugunsten des Vereins Ute Bock statt. Die Renate hat den folgenden Bericht gestaltet. Also wir sind hier heute bei der Kleidertauschbörse vom Feschmarkt und hier können Leute mit ihrem Gewand herkommen, können es uns bringen. Das wird abgewogen und pro Kilo kann man sich dann nochmal neues Gewand mitnehmen. Und das Gute an dieser Geschichte ist, dass alles, was an diesem Wochenende überbleibt, Flüchtlingen und Asylsuchenden vom Ute-Bock-Verein zugutekommt. Und das ist nur heute oder morgen auch? Findet das ganze Wochenende statt. Also es ist heute am Samstag bis 20 Uhr und morgen Sonntag ebenfalls bis 20 Uhr. Total super. Wessen Idee war das? Da gibt es den Feschmarkt, der jetzt schon seit einigen Jahren hier in Wien eine kleine Institution geworden ist. Und ich bin jetzt das erste Mal dabei. Also ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass die Kleidertauschbörse gemeinsam mit dem Feschmarkt stattfindet. Wir kommen alle hier sehr ins Schwitzen. Es werden ganz viele verschiedene Kleidungsstücke gebracht, von Schuhen angefangen, Pullover, Taschen, alles Mögliche. Und ich glaube, es ist für einen guten Zweck zum einen. Und außerdem, ja, wenn etwas jahrelang im Kleiderschrank liegt, ohne dass es verwendet wird, ist es doch ganz gut, wenn man es vorbeibringt. Und andere Leute freuen sich darüber. Total tolle Idee, danke. Und nun kommen wir zu den Ankündigungen. Am 21. November spielen Death in June im Wiener Club massiv auf. Kontroversen zu dieser Band gibt es schon seit den frühen 90ern. Jetzt tauchen sie wieder auf. Ob diese Band bloß mit nationalsozialistischen Symbolen und Anspielungen Kunst betreibt, dazu gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. In diesem Fall ruft die Sozialistische Linkspartei zu einer Kundgebung gegen das Konzert in Wien auf. Am Mittwoch, den 21.11. ab 18 Uhr am Rochusmarkt. Das zweite Aktionsplenum für freie Bildung findet am Donnerstag, den 22. November um 19.30 Uhr am Unicampus im Hörsaal D statt. Ein Zitat aus der Facebook-Veranstaltung: Um gemeinsam Aktionen gegen die von der Regierung beschlossenen Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen zu planen. Fest steht, dass für den 5. Dezember zu einer Demonstration mobilisiert werden soll. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei WinTV. Grüß euch. Ciao.